Jo Leute, was geht? Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Breaking Point Kapitel 11. Wir starten rein, kurzes Intro, lasst ein Like und der kostenlos. Aber da und kommentiert fleißig, ich will im Urlaub fleißig Kommentare lesen, Leute. Also viel, viel Spaß mit der Folge. Das nächste Kapitel beginnt hier bei Kaspar Boss, Ackermann. hast du kurz Zeit? Und wir müssen eine Frage beantworten. Aiden wurde gebeten bei der Werbung F1 Sim Racing, so, er hat der Teilnahme zugestimmt. Und zustimmen, natürlich. F1 E-Sport Event, Weltklasse. Warum zögerst du noch? Es war doch immer dein Traum, in der Formel 1 zu fahren. Kelly. Aber nicht auf die Art. Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre vielversprechender. Das wusste ich nicht. Naja, scheinbar Tut jetzt mir nicht, leid. ne? Von daher. Mom hat mich dann mit dem Geld aus der Scheidung unterstützt, aber... Und jetzt bist du hier, weil er dich geschickt hat. Nein. Das war meine Idee, meine Entscheidung. Und deshalb bin ich hier, dich zu fragen und nicht dein Vater. Wir brauchen einen Ersatz und ich habe dich vorgeschlagen, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist die Wahrheit. Starke Storyline bisher. Ich wollte es immer nur unter meinen Bedingungen machen, nicht sein. Ich passe auf dich auf. So wie in der Formel 2. Wirst du ihn denn von mir fernhalten? Ich werde tun, was ich kann. Wirklich alles. Stark von damit du Kaspar. dich ganz allein aufs Fahren konzentrieren kannst. Bist du dabei? Vielleicht erhältst du nie wieder eine solche Gelegenheit. Das ist dir klar. Da hat er recht. Als Frau sehr, sehr schwierig, das wissen wir alle. Einige Wochen später, Kapitel 11, mit der aktuellen Formel 2 Weltmeisterschaft, Meisterin Kelly Mayer an Bord, hoffen Kasper und das Team von Connor Sport, dass die Stabilität im Team dazu beiträgt, die nötigen Ergebnisse zu erzielen, um im wettbewerbsintensiven Mittelfeld der Formel 1 mithalten zu können. Wieder back im Büro bei Ackermann. Könntest du dir das mal ansehen? Tolle Neuigkeiten. Einer unserer Sponsoren hat unerwartet einen Bonus vorzeitig ausgezahlt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden. Wie wollen wir es investieren? Natürlich ins Auto. Selbstverständlich. Nachrichten. Wer ruft an? Davidov. Davidov. Ich durfte nicht in die Garage, weil Kelly da ist. Das ist lächerlich. Wir haben darüber gesprochen. Du musst dir etwas Freiraum lassen. Ich lasse dich erst einmal gewähren, Ackermann. Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wo ich hier hingehen darf und wo nicht. Du hast mich dazu überredet. Was heißt das? Wozu überredet? Kelly unter Vertrag zu nehmen. Ich erlaube dir nur, die Lorbeeren dafür zu ernten. Das ist alles. Hört sich so an, als wolltest du mir die Schuld geben. Wenn du mit ihr recht hast, dann gibt es keine Schuldzuweisungen, oder? Sonst noch etwas? Du bist ein beschäftigter Mann. Ich lass dich weitermachen. Was ein Anruf, Alter. So unnötig hätte man sich auch sparen können. Naja, gehen wir zum Rennen. Am Renntag, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, will Kelly bei ihrem ersten Start am Steuer des F1-Autos Geschichte schreiben. Schauen wir mal, was das wird, ne? Heute wird hier Geschichte geschrieben. Kelly Mayer, Connor Sports jüngste Verpflichtung, wird als erste weibliche Fahrerin in diesem Jahrtausend an einem Formel-1-Rennen teilnehmen. Sascha dreht durch und das oh, Rennen ist was nicht mal für ein losgegangen. Moment. Ich habe Gänsehaut. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, nur eine Handvoll Frauen hat im Laufe der Jahre an einem Grand Prix teilgenommen. Aber seit 1992 hat keine auch nur versucht, sich zu qualifizieren. Giovanna Amati aus Italien war die letzte. Der heutige Tag hier in Baku ist also ein echter Neuanfang. Mayer hat im Qualifying natürlich extrem beeindruckt. Mal sehen, was heute auf sie zukommt. Ja, da draußen geht es ganz schön eng zu. Es ist ein harter... Geile Cutscene, Alter, wie geil. Absolut. Heute gibt es hier einige fantastische Fahrerinnen und Fahrer zu sehen. Vor allem die junge Kelly Mayer, die den Sprung in die Formel 1 ja scheinbar mühelos geschafft hat. Ich bin da, keine Sorge, ich bin da. Schieße vor dem N... Ende von Runde 8 zu Jackson auf, okay?
erstmal klarkommen hier. Alter, der Fries meint es aber ordentlich ernst mit uns. So, dann haben wir Norris. Davor haben wir noch jemanden. Das haben wir uns gesnackt, jetzt zu Noda und dann Jackson. Boah, schönes Übermanöver gegen zu Noda. Okay. Kelly Mayer, sie nähert sich ihrem Teamkollegen. Unterschiedliche Strategien. Lass Kelly bitte vorbei, Aiden. Team, oder? Okay, Kelly, Aiden lässt sich in der nächsten Kurve vorbei. Los geht's. Okay. Jetzt die große Frage. Wird May an ihrem Teamkollegen vorbeikommen? Los geht's. Oh, da gab's einen Kontakt. Ein Kontakt der beiden Connors. Ja, hä? Was machen wir denn da? Jackson sieht sich gut aus. Er hat das meiste abbekommen. May ist okay. Oh, Jacksons Schaden sieht übel aus. Das Rennen ist wohl für ihn gelaufen, Sascha. Ja, sieht fast so aus, als habe Jackson überhaupt nicht mit Mayers Aktion gerechnet. Ich weiß nicht ganz warum. Hey, was war das? Warum hat sie nicht gewartet, bis ich an der Ausfahrt rüberziehe? Hey, alles okay bei dir, Aiden? Auch noch so eine weitere Butler. Na, komme in den Top 10 ins Ziel, okay? Ein Missverständnis, Kelly. Ist jetzt passiert. Konzentrieren wir uns. Okay. Habe ich Schaden? Nee. Russell wird's DRS haben. Und das müssen wir halt verteidigen. Bonus-Ziel ist Stroll. Und falls ihr euch fragt, welche Schwierigkeit ist das, was ich hier fahre, gerne Folge 1 anschauen. Ich kann es euch aber verraten, schwer. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Auch an Stroll kommen wir vorbei. Der wird aber auch jetzt wieder das DRS haben. Kommt aber nicht mehr dran, glaube ich. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Da ist ein Alonso, sind wir auch dabei.
Aber was da passiert ist mit der Team Order. Auch eine sehr, sehr komische Sache. ...2,3 Sekunden, 2 Runden noch, machbar. Und holen uns Piastri auf jeden Fall noch. Nicht die beste Überholmöglichkeit, aber trotzdem geschafft. 6,8 zu Sainz. Also wenn wir aufs Podium kommen, wäre echt wild. Vorne dann einfach wieder typisch Verstappen Leclerc. Richtig krass. Ja, 5,4 Sekunden, das wird nichts mehr. Vier Komma eins. Oh, wir sind im DRS, let's go. To finish hier im Breaking Point. Ah, schade, der Ferrari zu schnell. Ah, schade. Okay, Vierter, ey. Das Ding sauber zu Ende. Nach dem Rennen, Kapitel 11. Kein idealer Start. Ein Missverständnis unter den neuen Teamkollegen und Kolleginnen zwingt Aiden, das Rennen in Baku zu beenden. Sich bei Connors Sport unter besonderem Leistungsdruck, wenn Ihnen Ihr Vater über die Schulter schaut? Wissen Sie, das ist die Formel 1 und es ist nicht möglich, dass ich noch mehr Druck verspüre als ohnehin schon. Also nein, das ist kein Thema. Kelly, gab es in der Formel 1 irgendwelche Vorbehalte, weil Sie die erste weibliche Fahrerin in diesem Sport sind? Nein, alle waren fantastisch zu mir und ich bin nicht die Erste, nur die Neueste. Wie geht es Ihrem Bruder? Halten Sie wirklich nur seinen Sitz warm? Das müssten Sie ihn selbst fragen. Aber er bekommt die Hilfe, die er braucht. Nein, ich habe keine Absicht, diesen Sitz so schnell wieder herzugeben. Was war da heute Ihnen los? Es war bloß ein Missverständnis. Ich habe wirklich gedacht, er würde mich durchlassen, aber er hatte wohl andere Vorstellungen. Wir haben vorhin mit ihm gesprochen und er sagte, das war Absicht von Ihnen. Was sagen Sie dazu? Oh, das war nur ein Missverständnis. Sie fahren ja unter dem Namen Mayer, aber würden Sie jetzt in dem Sitz Ihres Bruders, in dem Team, das Ihr Vater sponsert, wieder den Namen Butler annehmen? Damit hätte ich wohl rechnen müssen. Na, F1 Mediendruck. Das meine ich nicht. Ich bin eine Frau, ich verstehe Carlos hinten am Telefonieren. Ich spreche auch gern darüber. Tja, was ist es dann? Es ist immer das Gleiche, das nervt. Sie sind ja eine Frau und dann ist jede Frage nur über Dad und Devin und die Butlers und den Namen. Ach komm, vergiss sie einfach. Oh, es wird sich nie etwas ändern, niemals. Die einzige Frage zu dem Rennen war die über Aiden. Tja, wenn wir es etwas länger hätten laufen lassen, hätte es vielleicht... Kasper! Jetzt verteidige sie nicht. Okay, sorry. Du hast recht. Sorry. Oh Mann. Gut. Ist okay. Das nächste Mal bin ich schneller. Der Vorfall in Baku. Glauben Sie, stark. Das war Absicht? Ja, das war Absicht. Ja, das sieht man doch. Aiden Jackson. Sie sind nicht so richtig warm geworden. Wir waren nicht gleich Freunde. Nein.
Eieieiei, Kapitel 11 ist natürlich echt brisant. Wir sind bei Kelly und die Mutti ruft an. Hi, Mom. Kelly, ich könnte nicht stolzer sein, Schatz. Gut gemacht. Danke, Mom. Es war ein gutes Rennen. Ein tolles Gefühl da draußen. Es war ein gutes Rennen. Oh nein, was ist? Was meinst du damit? Was ist was? Ich höre es an deiner Stimme, Mom. Es war ein gutes Rennen? Nein, es ist nichts. Aber? Nein, es ist nur... Du hast das nicht mit Absicht gemacht, oder? Den armen Aiden geschnitten? Ich kann nicht glauben, dass du mich das fragst. Hast du deine Tochter zu so einem Verhalten erzogen? Ich bin mir nicht sicher. Es war ein Unfall, Mom. Ich leg jetzt auf. Natürlich. Tschüss, Schatz. Ich hab dich lieb. Krass. Kapitel 11 beendet hier, wird beendet mit einem Seitenhieb von der Mom von Kelly. Oh Mann. Naja, lasst gerne ein Like, ein kostenloses Abo da und kommentiert die Videos auf jeden Fall fleißig, dass ich was zum Beantworten habe im Urlaub. Und wir sehen uns in Kapitel 12 wieder. Ganz brisantige Breaking Point. Haut da rein.